Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Erlengrad in der Alpine Challenge. Wir wollen heute uns den Gruppen besorgen. Wir wollen für 2021 heute anfangen zu grubbern oder grubbern zu lassen, ne? Ich pack mal das Gewicht hier auf die Seite, weil das werden wir jetzt nicht benötigen. Was ist der Grubber? Der müsste dort stehen. Grubber müsste dort stehen, ne? Ja, perfekt. Gut, dann holen wir uns den mal. Hallo? Okay. Kann den gar nicht nutzen oder was? Nicht schlecht. Gut, dann werden wir den hier benötigen. Dann benötigen wir den hier. Ich hoffe, dass der jetzt funktioniert. Hä? Warum kann der? Das ist ein ganz normales Gerät, hä? Hä? Mach mich jetzt nicht nervös hier. Dann probierst du mal den aus. Sollte eigentlich nicht daran liegen, aber... Hä? Dann stimmt irgendwas mit dem Grubber nicht. Dann stimmt irgendwas mit dem Grubber nicht. Ich weiß warum. Ich weiß warum, Leute. Ich weiß warum. Ist mir jetzt aufgefallen. Mir ist das aufgefallen, der Ding da hat sich verschoben. Sprich, wir müssen das hier von der Seite aus ankoppeln. So wie es aussieht. Dann funktioniert das so wieder. Aha. Gut. Dann einmal ab zum Feld. Dann kann er nämlich loslegen zu grubbern. In der Zeit machen wir die Bäume weiter. Haben wir nämlich noch einiges zu tun. Mit den Bäumen. Weil wir die Fläche frei haben müssen. Definitiv frei haben müssen. Geht nicht anders, ne? Müssen wir gucken, wie wir das schaffen. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin, ne? So, einmal jetzt, wie gesagt, grubbern, dann passt das. Schilder mitnehmen, klar. Nun diese Schilder. Ich glaube im Singleplayer, wo ich alleine die Erlengrad gespielt habe, habe ich nicht ein einziges Schild umgefahren. Hier fahre ich andauernd Schilder um. Komischerweise. Ich habe keine Ahnung. Egal. Machen wir trotzdem. So, dann fangen wir bitte an zu grubbern. Danke sehr. Gut, wo ist...
Das ist der hier, ne? Ich brauche den Kipper. Ist der Kipper? Der müsste da hinten irgendwo stehen, ne? Denn der Drescher ist voll. Der Drescher ist voll, Leute. Wir müssen uns hier definitiv um den Baum kümmern, dass der Baum hier wegkommt. Definitiv wegkommt. Egal wie. Egal wie, Leute. Der Baum muss weg. Koste es, was es wolle. So ungefähr. Ja, wir müssen jetzt wirklich reinhauen hier, dass wir hier das vernünftig hinkriegen. Alles. Das ist natürlich noch eine ganze Menge Arbeit hier. Stamm zu groß, bitte schneiden. Komm schon, schneiden wir die Ecke ab hier. Schneiden wir hier die Ecke ab. Eine Ecke wieder weniger. Perfekt. Geht jetzt? Stamm zu groß, bitte kleiner schneiden. Probieren wir es so. Stamm zu groß, bitte kleine Stein. Machen wir? Okay. Stamm zu groß, bitte kleine Schneiden. Na gut. Kleine noch. Wie klein denn noch, Leute? Stamm zu groß, bitte kleine Schneiden. Hallo? Da war es gerade. Okay, schneiden wir so nochmal. Versuchen wir es. Stamm zu groß, bitte kleine schneiden. Hallo? Die kleine noch? Viel mehr geht doch gar nicht.
Viel mehr geht doch gar nicht, Leute. Wartet. Landschaftsbau starten. Texturieren. So, dann machen wir hier normalen Boden hin erstmal, ne? Da sehen wir das auch um einiges besser. Da war gerade was. Da war gerade was, ne? Stellen wir das noch kleiner, noch kleiner und noch kleiner. Stimmt zu. Passt, ich hab eine Idee. Modelliere, ne? Achso. Hilf an. Auf kleinen Radius. Und dann einmal absenken, bitte. Okay. Abgesenkt muss sowieso werden. Also viel Baum ist der nicht mehr, ne? Eigentlich. Ah gut, versuchen wir noch kleiner zu schneiden. Wenn noch was geht, geht noch was, ne? Ja, versuch's zumindest, ne? Versuch's zumindest irgendwie hier annähernd klein zu kriegen, damit wir den Stamm wegkriegen. Stamm zu groß. So, nächstes Stück weg. Stamm zu groß. Schon. Immer noch zu groß. Kann eigentlich auch schon fast gar nicht mehr sein, oder? Haschen wir das Stück noch ab? Viel mehr könnt ihr eigentlich gar nicht mehr runter. Stamm zu groß, bitte kleiner schneiden.
Komm schon. Ja, komm, da. Da geht noch ein Stück. Wir müssen es versuchen, irgendwie. Wir müssen es irgendwie versuchen. Der doofe Baumstamm. Doofe Baumstamm hier. Mensch, das kostet uns. Viel, viel Zeit und das lässt sich nicht mehr schneiden, oder? Doch, da war noch was. Da ist noch was. Noch. Oh. Noch kleiner geht doch schon gar nicht mehr. Mann. Hallo? Da war gerade was. Kleine Ecke, aber egal, vielleicht hilft's. Das ist nicht normal. Ich glaube, das ist einfach zu groß. Gut, nächstes Stück. Haben wir hier. Zack, weg. Geht doch relativ easy hier. Zack. Und weg. Stamm zu groß, okay. Das lässt sich regeln. So, ja. Perfekt. Errungenschaft freigeschaltet, rosa Rendite. Also 50 Schweine gezüchtet mittlerweile. Geile Sache.
Stimmt zu groß, bitte kleine schneiden. Na gut. Überredet. Voll ist die Palette. Ja, passt noch was rein, ne? Passt noch was rein, Leute. So. Rein mit dem Holz. Ich weiß, schöner Baum, aber egal. Keine Chance. Keine Chance hier. So, wir haben noch ein bisschen Holz. Wir haben noch ein bisschen Platz. Also Holz haben wir auch noch, ne? Ja. Ai, Leute, Leute, Leute. Der Baumstamm regt mich auf. Ansonsten ist das ja im Prinzip kein Problem, ne? Der Baum scheint an sich auch zu spinnen, irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber gut, wir machen es fertig. Einfach mal durchschneiden nochmal. Vielleicht ist es dann klein genug, dass wir hacken können. Was weg ist, ist weg, ne? Was weg ist, ist weg, Leute. So, einmal klein schneiden. Zu groß, bitte kleine schneiden. Okay, machen wir. So, das hätten wir erledigt. Keine Brennholzpalette in der Nähe, aber voll, ne? Okay, dann wollen wir einmal hier zum Dingshorn. ja. Gut, ich brauche, glaube ich, mal die Gabel. Weil ich habe ein paar kleine Probleme mit dem kleinen Auto. Ein paar Probleme mit dem kleinen Auto haben wir, ne? Oha. Einmal ein Loch einschneiden oder rein. Packen ins Auto. Einmal zerstören hier.
Einmal mutwillige Zerstörung, Leute. Einmal mutwillige Zerstörung, ne? Alter, ist die Granatpalette schwer. Alter Verwalter. Ja, ich glaube, ich bräuchte ein Gewicht, aber ich... habe jetzt irgendwie keine Chance, gerade eins zu holen, oder? Wir versuchen es mal. Wir versuchen mal das Gewicht zu holen, ne? Und die Palette wieder aufzustellen. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung. Ah, hat geklappt. Perfekt, Leute. Glück muss man haben, ne? Glück muss man haben, Leute, ne? Alter Schwede. Alter Schwede. Ich glaube, wir machen die doch immer lieber nicht allzu schwer das nächste Mal. Ich glaube, im nächsten Mal nur halb oder dreiviertel voll. Alter Verwalter. So, wie sieht es mit Kredit aus? 0 Euro, Eier. 800 Hühner fast. 1000 Liter Eier. 1400 Liter Milch. Gülle haben wir auch verdammt viel. Übrigens, ich habe noch einen neuen Mod mit reingenommen. Placeables. Was ist es? Glaube ich zumindest, dass ich einen Mod mit reingenommen habe. Ist er hier mit dran? Genau. Gülle-Export, Gärreste-Lager, Gülle-Lager. Kostet 15.000. Gülle-Import. Gülle-Export. Ne? Gülle-Export. Du hast zu viel Gülle oder Gärreste in deinen Lagern, verkaufe sie bei diesem Gülle-Export. Kostet uns 15.000. Ich weiß nicht, wie groß das Ding ist. Geht, ne? Würde ich hier unten eventuell platzieren, ne? Machen wir schon. Landschaftsbau. Hilfe. Planieren, angleichen. Bitte angleichen, danke. Perfekt.
Okay, das machen wir später. Oder? Ja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin, ne? Perfekt, das hätten wir. Gut, dann hätten wir das, wir hätten das. Dann können wir den eigentlich jetzt hier erstmal abstellen. Nein, die Konsole wollte ich nicht öffnen. Ich wollte... Wo ist er denn? Da. Gefunden. Ich wollte mich ja mal hier abdanken. Und die Folge ist schon wieder vorbei, Mann. Toll. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Schon wieder die Folge vorbei. Mensch, 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 Mensch. Gut. In dem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag einmal bis dahin natürlich Servus und Tschüss.